Wir sind wieder unterwegs mit der digitalen WZ Autoschau. Heute sind wir an der Illendaler Straße bei Gottfried Schulz. Bei mir sind die drei starken Jungs hier, die mich hier durch den Laden führen werden. Tobias für VW, André für Nutzfahrzeuge und Reisemobile, ja. Und Tiziano ist für Skoda. Richtig. Bin gespannt, was ihr mir zeigen werdet. Haben da so einiges. Ein paar spannende Sachen vorbereitet. Werden einige schöne Einblicke werden. Bin mal gespannt. Freue mich drauf. Lass uns loslegen. Tobias, draußen hast du mir jetzt erzählt, dass du mir die beiden Autos, zwei Autos vorstellst. Das ist der ID4, das ist ID3. Ich sehe da nicht viel Unterschied, außer der Größe. Mhm. Ja. Was ist da los? Okay. Also es gibt tatsächlich einige Parallelen bei den beiden Fahrzeugen. Die Plattform ist dieselbe, ja, ganz neu entwickelt von Volkswagen in den vergangenen Jahren. Der MEB, modulare Elektrobaukasten bei Volkswagen, stellt die Plattform dar für beide Fahrzeuge. Ja. Die elektrischen Pendant zum Golf, zum Tiguan, wenn man so möchte. Auf den ersten Blick natürlich optisch ein Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen, ganz klar. Hier haben wir eine SUV-Variante stehen. Das hier ist Mittelklasse-Fahrzeug, würde ich sagen. Ja. Wir haben natürlich einen Unterschied im Preis, keine Frage. Der ID4 steigt etwas teurer ein als der ID3. Wir haben bei beiden Fahrzeugen tatsächlich schon werkseitig, auch in der Grundausstattung, eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Die Fahrzeuge können einiges ab Werk, sodass da schon eine solide Basis geschaffen ist für jedes Kundenklientel, was sich für ein solches Fahrzeug interessiert, ganz klar. Unterschiede natürlich bedingt durch die Größe. Auch im Platzangebot bei beiden Fahrzeugen, ganz klar, der ID4 bietet noch mal etwas mehr Raum als der ID3, gerade im Kofferraumbereich. Genau, richtig. Also ist das eher für den Älteren, der hoch sitzen will, und das für euch junge Kerle oder was? Das nicht unbedingt, mitunter vielleicht auch. Ja. Also wir sprechen natürlich mit beiden Fahrzeugen unterschiedliche Interessen an, unterschiedliche Bedürfnisse beim Kunden, ganz klar. Der ID4 ist vielleicht eher für denjenigen geeignet, der ein bisschen mehr Platz braucht, der vielleicht auch höher einsteigen möchte, ganz klar. So wie ich. Für Familien natürlich ein schönes Fahrzeug, wenn man rein elektrisch unterwegs sein möchte als Familie. Hier kriegt man alles rein, was man braucht für den normalen Altersbedarf. Der ID3 ist vielleicht eher eine Variante für den Stadtverkehr. Hier kriegt man auch in Wuppertal hier bei uns noch überall einen Parkplatz mit dem Auto, würde ich behaupten. Wir haben hier allerdings auch bedingt durch die Plattform schon einen sehr, sehr angenehmen Einstieg. Also vielleicht auch etwas für jemanden, der trotzdem ein bisschen höher sitzen möchte. Auch das bedient der ID3 sehr, sehr gut. Das Problem der E-Autos ist natürlich immer die Reichweite. Ja. Wie ist es denn hier mit denen? Auch hier sind wir wirklich gut aufgestellt, muss man sagen, auch im Wettbewerbsvergleich. 550 Kilometer Reichweite in der Spitze für beide Fahrzeuge. Das sagt ihr doch immer so, aber man erreicht das ja nie. Ich habe tatsächlich Kunden, die auch schon mehr gefahren sind damit. Da wird tatsächlich ein regelrechter Wettbewerb draus gemacht. Ich bekomme da relativ regelmäßig auch Rückmeldungen aus meiner Kundschaft. Das funktioniert sehr, sehr gut, wenn man möchte. Mit einem schweren rechten Fuß würde es natürlich auch mal schwierig, ganz klar. Ja. Und du hast jetzt die Reichweite angesprochen, 400 Kilometer. Also wenn ich 400 Kilometer damit machen kann, bin ich zufrieden. Perfekt. Und das kann ich mit beiden? Das kann man mit beiden, je nach Akkugröße. In der größten Variante mit dem größten Akku gar kein Thema, kriegt man ohne Probleme hin. Natürlich gibt es aber auch Varianten mit etwas weniger Reichweite, die dann auch preislich etwas niedriger angesiedelt sind. Jetzt ist es ja auch so, dass ich dann Kabel, Strom und dies und jenes brauche. Wie ist es hier? Muss ich so viel nachkaufen? Nein. Holt ihr euch die Kohle da wieder rein? Tatsächlich nicht, nein. Also wir haben in beiden Fällen tatsächlich schon das Kabel für die normale Ladestation mit dabei. Für den Typ-2-Anschluss, so schimpft sich das. Was man zusätzlich mitkonfigurieren muss, ist das Kabel für die Haushaltssteckdose zu Hause. Ja. Das kostet? 175 Euro. Ah ja. Hält sich ja auch im Rahmen. Richtig. Das, von daher bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ja, zeig mir mal, was ihr drauf habt, wie der Wagen so funktioniert. Sehr, sehr gern. Wir schauen mal zusammen rein.
das war's wieder mit unserer digitalen WZ Autoschau. Heute bei Gottfried Schulz im Wuppertal auf der Ullendaler Straße. Wir haben kennengelernt, wie die Marke VW mit Camping und Reisemobilität umgeht. Wir haben vieles zu E-Mobilität kennengelernt. Bei den Beratungen vergiss nicht, es gibt staatliche Förderungen vom Staat bis zu 6.000 Euro. Ja, vereinbart euch einfach Probefahrten, nicht nur für E-Mobil oder Reisemobil, sondern für alle anderen Autos auch. Ich mache jetzt Feierabend, wir sehen uns bald wieder. Bis dann.